Mein Name ist Eduard Rippel, ich bin Judoka, kämpfe bis 90 Kilogramm und komme aus Rüsselsheim. For the victory lap though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I should suffer come. Judo mache ich seit der ersten Klasse, weil meine Grundschullehrerin zu mir gesagt hat, dass ich hyperaktiv bin und dachten sich meine Eltern, komm, ich mache mal Judo und dann hat es mir gleich gefallen und ich werde besser und dann blieb ich beim Judo. Schön am Judo ist, dass ich einfach alles geben kann, ohne den Partner zu verletzen, also nur mit technischen Aspekten gewinnen kann. Was auch das vom Fußball sehr unterscheidet ist, dass man einen respektvollen Umgang vom Gegner hat. Man darf nicht auf der Matte reden, man darf nicht fluchen, man darf nichts machen. Deswegen gibt es bestimmte Regeln, bestimmte Werte, die im Judo vermittelt werden. Respekt, Bescheidenheit, Ehre. Ich bin in der hessischen Polizei, ich bin in der Sportfördergruppe 12. Das läuft so ab, dass ich ganz normale Studien habe wie die anderen, nur dass es bei mir einfach verlängert ist. Statt 3 Jahre habe ich 4,5 Jahre Studium. Und ich werde halt für alle Wettkämpfe, Trainingslager freigestellt. Ein klassischer Tagesablauf ist, dass ich halt morgens Krafttraining mache, dann zur Schule gehe, nach der Schule dann wieder im Zirkel mache eventuell, dann nochmal ein Judo-Training und abends dann vielleicht noch zur Sauna, ein bisschen zu entspannen und ja, dann eventuell noch Hausaufgaben zu erledigen. Mein persönliches sportliches Highlight war letztes Jahr auf dem Grand Slam in Osaka die Bronzemedaille, weil das schaffen sehr, sehr wenige Deutsche und ich war einer der wenigen, die es geschafft haben, da eine Bronzemedaille zu holen, weil es halt einer der stärksten Grand Slams ist. Er ist halt in Japan und die Japaner sind die stärksten. Die größte Konkurrenz momentan kommt aus Japan, Georgien, Russland, vor allem Russland, weil wie man weiß, dass Putin macht ja auch Judo, dass das halt sehr extrem gefördert wird. Das merkt man auch, wenn ich mit anderen Athleten rede, dass sie sagen, ja, die kriegen wie im Beruf, kriegen die für Judo Geld und das ist halt hier nicht der Fall. Die leben von ihrem Sport, machen nichts anderes, sind nur auf den Sport fokussiert, kriegen Geld dafür und können sich gar nicht vorstellen, wie wir Deutschen den Sport betreiben. Der Unterschied zu den anderen Talenten ist, dass ich halt weiter trainiert habe und wusste, dass das Talent bei den Erwachsenen nicht reicht. Deswegen würde ich schon sagen, am Ende gewinnt derjenige, der einfach bis zum Ende trainiert und Durchsetzungsvermögen hat. Egal wie oft man verliert, man muss immer weiterkämpfen und irgendwann wird man schon gewinnen. Das hatte ich auch schon die Erfahrung. Wie gesagt, die deutsche Meisterschaft, da habe ich auch gedacht, ey, ich schaff's nicht, aber solange ich daran glaube, dass ich es schaffe, schaffe ich es auch.